Intro, wir können eigentlich ja schon quatschen. Aber was redet man denn im Intro? Ich weiß nicht. Wir können über das Intro reden während dem Intro. Ja, voll. Ich finde es nämlich ganz angenehm zu wissen, dass es einfädelt und wir nicht so. Wir brauchen halt nur ein bisschen Hintergrund haben. Ja, voll. Das stimmt. Kommst du zum Reden an? Ich weiß nicht. Es ist too much pressure. Beautiful. Aber ja, fangen wir gleich mit unserem wichtigsten Punkt an. Findest du, dass das Aushängeschild der Band der Frontman oder die Frontfrau ist? Finde ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also ich persönlich, also bei uns in der Band ist es teilweise schon so, mhm, weil ich gerade bei Shoutouts oder sowas sehr viel rede. Aber ich habe es zum Beispiel auch schon sehr oft gesehen bei anderen Bands, wo der Sänger zum Beispiel sehr selten was sagt, auch gerade auf der Bühne zum Beispiel, ja, wo dann sehr viel zum Beispiel der Bassist tritt. Bei Anti-Flag zum Beispiel ist es ganz typisch, dass der Bassist die Leute voll motiviert und immer voll, wie sie sagt, anfeuert und anfeuert, so. Das ist mir auch schon öfters aufgefallen, ja, voll, dass das nicht vom Sänger unbedingt ausgehen muss. Genau, das aber stimmt. Es ist halt doch sehr, sehr oft so eigentlich, dass, Ich glaube, es ist auch ein Unterschied zwischen, was du in einem Interview sagst oder einem Shoutout, wie ihr es eben öfters macht, oder auf der Bühne jetzt. Ja. Also ich glaube, manchen Leuten liegt eher so dieses, ich stelle mich vor die Kamera und ich rede jetzt. Vielleicht auch nicht nur den Frontfrauen und Frontmännern. Mhm. Oder wenn du auf der Bühne stehst und die Leute anfeuern musst. Ich glaube, das ist noch ein großer Unterschied. Das schon, ja. Aber ich habe es auch schon oft gesehen, dass es eben nicht nur der Sänger ist, der oder das der macht. Frontmann kann mit der Gitarre genauso. Aber ja, voll. Was zum Beispiel, also bei uns in der Band ist es zum Beispiel so, dass keiner von restlichen Band wirklich viel auf der Bühne dann sagt. Also es bin nur hauptsächlich ich. Ab und zu, dass vielleicht der Moritz ein bisschen was eigentlich sagt, aber es ist auch eher relativ. Er nimmt es zwar recht oft vor, dass er es machen möchte und es kommt dann doch nicht so. Kann aber sein, dass ich vielleicht einfach so ein Plappermaul bin und die ganze Zeit nur mein Go schnaufen habe. Das ist sehr oft. Aber wie ist das bei euch? Weil da sagst du ja hauptsächlich, glaube ich, alles auf der Bühne. Ja, das stimmt. Das hat sich, muss ich ehrlich sagen, einfach mit der Zeit so eingebürgert. Also das war immer so. Und ich rede jetzt auch nicht so viel auf der Bühne. Ich glaube, bei uns ist das eher ein bisschen anders wie bei euch, denke ich. Aber das hat sich mit der Zeit so etabliert. Mhm. Und deswegen, ich glaube, die anderen sind auch froh, dass sie nicht großartig viel reden müssen. Dass ihnen wer das abnimmt. Ja. Und das verstehe ich auch, das Gefühl. Es ist so eine Last weniger, die man hat. Aber es macht doch Spaß. Und wenn man merkt, dass die Leute, also was ich ganz gern mache, ist, dass ich auf der Bühne, mache ich eh nicht oft, aber ein bisschen was über den Text erzähle, wenn mir das wichtig ist. Und den erkläre, um was mir da gegangen ist. Und natürlich merkt man das nicht, weil man kein Feedback, kein gleichzeitiges Feedback kriegt von den Leuten. Aber ich hoffe dann doch auch, dass vielleicht manche Leute, dass sie sich damit identifizieren können oder sie berührt. Und dass ich das Privileg habe, dass ich sozusagen Leute darauf aufmerksam machen kann, auf Sachen, auch wenn ich es nicht oft mache. Ja. Das sagt man schon. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, in der Szene war das, wo sie es gespielt habt. Mhm. Ich glaube, da haben wir sogar gemeinsam gespielt. Sicher, da haben wir gemeinsam gespielt. Ja. Das war, glaube ich, zu dem Song Scheuklappen. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, hast du irgendwas gesagt. Und es war sehr, sehr bewegend. Weil das war sicher, ich sage mal, es hört jetzt kurz an, aber es waren sicher 30 Sekunden, was du geredet hast, oder über eine Minute, was du geredet hast. Und auf der Bühne kommt es an relativ kurz vor, was man sagt. Ja. Aber als Ansprache, als Zuhörer ist es dann eigentlich doch relativ lang, bis der nächste Song kommt. Und das war aber sehr stimmungsvoll eigentlich umgebracht. Und das finde ich immer voll schön, wenn wer das schafft, dass wer einen Songtext dann erklärt und die Leute dazu einfach richtig animiert. Bei mir ist es oft das Problem zum Beispiel, da haben wir schon viele Leute darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht so nuscheln sollte. Wirklich? Weil, wenn ich auf der Bühne bin, dann immer so, anders, was blöd, keine Ahnung, ja. Und das ist so, keine Ahnung, was der gerade gesagt hat, aber irgendwas vom Moshpit, da habe ich gehört, okay, passt. Aber es aber, funktioniert. Ja, das, darum Feedback ist da voll wichtig und das ist das auch stimmt. Voll schön, wenn man dann mit dem Publikum dann einfach kommunizieren kann und die geben das dann gleich sofort zurück, wo man sagt, okay, also ich habe es verstanden, was ich gerade gesagt habe. Das stimmt. Das ist voll was Schönes dann eigentlich. Voll. Ja.
Ich glaube, da muss man auch das richtige Publikum dafür haben. Ja. Weil oft kommt nicht viel, weil die Leute sich das nicht erwartet haben, dass jetzt so eine Ansprache kommt und dass sie zuhören müssen und nicht nur Musik abgespielt wird. Aber ich sehe das oft bei größeren Bands, da wissen die Leute, was sie erwartet und was sie, wieso sie dorthin gehen und dass die eine Meinung haben und was für eine Meinung die vertreten. Ja. Und da merke ich das schon oft, dass die Leute mehr darauf anspringen, dass sie auch das erwarten und dann mit dem nach Hause gehen und sich was mitnehmen. Ja, das finde ich voll schön. Ja, voll. Und ich finde auch, als kleine Band kann man sich immer sehr viel von den großen Bands dann eigentlich abholen und beziehungsweise mitnehmen eigentlich. So, so. Für mich ist es immer ganz, ganz extrem Sam Carter von Architects. Das ist, der weiß, wie man das alles wirklich in Stimmung bringt, wie man die Leute einfach, die Massen eigentlich in Stimmung bringt. Und ist egal, ob emotional oder halt einfach wirklich nicht so. Und jetzt haben wir voll in die Fressen und geben Vollgas. Ja. Und das ist etwas, das schätze ich sehr und da schauen wir mal sehr viel an. Ja, das stimmt. Ist das bei dir eigentlich auch generell so, dass du viel abschaust, beziehungsweise viel Eindrücke von anderen Bands holst und dann vielleicht deinen eigenen Brei natürlich machst, aber... Was die Bühnenperformance anbelangt oder wie man sich gibt auf der Bühne? Boah, ich glaube früher auf jeden Fall, aber ich habe gemerkt, dass es mir teilweise oft schwerfällt, die Leute so richtig anzufeuern. Und deswegen habe ich mir in den letzten Jahren so meine eigene Art versucht zu entwickeln, wie ich das angehe. Und ich finde es auch immer voll interessant, wenn jemand vielleicht nicht so, ich weiß nicht, so die Rampensau oder so ist, aber trotzdem sein Ding macht auf der Bühne und das und ehrlich ist und Sachen sagt und die Leute vielleicht so animiert. Yeah. Und das hat mir immer wieder taugt. Und auch wenn ich das ursprünglich... Sicher habe ich mir versucht, Anregungen zu holen von irgendwelchen bekannten Bands. Ja, klar. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich versuchen muss, mich auf das zu verlassen, was aus mir rauskommt. Und einfach, auch wenn es schwer ist, manchmal, wenn man keinen Plan hat davon und wenn man irgendwie darauf vertrauen muss, dass es chillig wird in dem Moment und dass es funktioniert, einfach versuchen, man selbst zu sein. Das hat noch am besten funktioniert immer. Stimmt, ja. Dann ist es authentisch, ja, voll. Und ich finde, es ist auch voll schwierig, weil ich nicht so viele weibliche Vorbilder habe. Mhm. Sicher gibt es diverse. Mhm. Aber es ist echt, wenn man dann wieder eine findet, wo man denkt, wow, voll geil und das ist so cool, dass ich die gerade gefunden habe oder die Band, dann schaue ich mir das schon an, auf jeden Fall. Ja, und versuche mir meine Häppchen zu gattern oder Inspiration zu sammeln. Ja, voll. Wie ist es bei dir? Am Anfang war es eben auch so ganz am Anfang viele Sachen irgendwie so ein bisschen abgekupfert, natürlich auch. Ja. Einfach gerade von großen Schauter, wo ich mir gedacht habe, so, okay, mal den Move könnte ich vielleicht machen oder sowas in die Richtung oder vielleicht sowas Ähnliches einmal sagen. Es ist dann immer schwierig, aber wie du eben so sagst, man fühlt sich dann eigentlich erst wirklich am Wohlen, wenn man sich selber eigentlich wirklich widerspiegelt und man entwickelt einfach auf der Bühne stetig einfach seine ganze Persönlichkeit auf der Bühne eigentlich nicht. Und so wie am Anfang vor 5 Jahren auf die Bühne gegangen bin mit We Blame the Empire, ist es jetzt wieder ganz anders. Aber und ich glaube, dass ich hoffe, in den nächsten 5 Jahren wieder dann anders ist, weil sich einfach natürlich der ganze Mensch entwickelt und die ganze Band entwickelt. Auf jeden Fall. Und das ist was, das, jetzt schaue ich mir nicht mehr so viel an, sondern ziehe mein Ding durch und form mich selber vielleicht. Sagen wir mal, form mich selber. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, das ist voll toll, wenn man das sagen kann. Also wenn man wirklich man selbst ist. Weil es ist halt doch immer etwas, was man nicht jeden Tag, außer du bist eine Tour in der Band und du kennst dich halt voll gut, wie dein Bühnen-Live und dein Bühnen-Ich ist. Ja. Aber für mich ist es nicht so, dass ich jeden Tag auf der Bühne stehe und es ist immer wieder eine Herausforderung auch. Und das stimmt, man lernt sich immer wieder neu kennen. Es ist ja auch immer so schön, wenn man dann, das war erst vor kurzem eben auf einem Konzert, wo ich gespielt habe, da war ich auf der Bühne, bin dann runter zum Merch und habe halt währenddessen einen Pullover angezogen und habe meinen Pulli wieder aufgesetzt und habe mich dann so hingesetzt. Und dann, kommt halt eben so ein Gast eben so und ich möchte halt gerne das Level und bla 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 und ich möchte halt gerne eine Unterschrift vom Sänger haben. Und ich so, bin ich doch, hallo? Wer du bist das? Ja, ich bin da gerade oben gestanden. So. Wirklich jetzt? Du schaust ganz anders aus auf einmal. Es ist halt wirklich, gibt ein Bühnen-Ich und es gibt ein Nicht-Bühnen-Ich. Auf jeden Fall. Das ist ganz schräg. Das ist mir schon des Öfteren zu Ohren gekommen, dass man halt dann wirklich auch komplett anders wirkt auf der Bühne. Ja, das stimmt. Ich glaube, bei mir ist auch immer, dass viele Leute so, dass ich vielleicht
im Privatleben nicht so wirke wie jemand, der rausgeht und eine Metal-Show spielt. Mhm. Aber auch ich glaube, das ist bei jeder Person so. Das stimmt. Wie ist es zum Beispiel für die, wenn wer zu dir sagt, so, also ganz typ, also die ganze klassische Frage, wenn man Metaler ist oder Metal-Musik hört, ja, dann muss man so zu so einem gewissen Schema ausschauen. So eben, weil zu mir sagen sie immer so, du schaust ja nicht aus wie ein Metaler. Ja, das sagst du. Und du machst so eine Musik und du hörst ja vor allem so, ah, gerade wir zwei, die was jetzt so die lieben Clan, so die lieben Clan. Das stimmt. Ja, höre ich auf jeden Fall oft. Vorher, aber ich weiß nicht, das ist, ich glaube, wenn du generell Sachen machst, die, ich meine, ich tätowiere, also das ist auch was, wo man voll viele sagen so, oh, na, was, du schaust gar nicht aus wie jemand, der tätowiert. Und dann denke ich mir so, okay, wie, kannst du mir das erklären, wie jemand ausschaut, der tätowiert oder der in einer Metalband spielt? Ich glaube, ich nehme das eher, also ich nehme es weder als Kompliment noch als dass ich mich jetzt irritiert fühle davon. Aber wie siehst so, du das? Muss man einen gewissen Fashion-Style irgendwie haben für das, dass man die Musikrichtung macht? Nein, ich finde du... Ich finde es am interessantesten, wenn man sein Ding zieht, wenn man vielleicht was Unkonventionelles macht, wenn man vielleicht doch irgendwie eigen ist oder eigen aussieht oder auch gar nicht, aber halt sein Ding macht und nicht, ich glaube, man ist eh eigen, wenn man nicht den Normen in dieser Szene entspricht. Das stimmt allerdings, ja. Ich finde das immer interessanter, wenn jemand eben nicht so aussieht wie eben, das, was er verkörpert. Überraschungseffekt im Endeffekt. Ja, genau. Voll. Ich glaube, das ist ja generell, ich träume fast sagen, dass das von unseren zwei Bands auch immer so der Überraschungseffekt ist, weil keiner von unseren Bands jetzt so richtig wild ausschaut, wo man sagt, so, das bist du oben, das tätowiert ja, oder das was stimmt. Weiß ich, der hat sicher einen langen Haar und pierst und was weiß ich, also voll pierst, sondern einfach so ganz normal eigentlich und dann aber so viel Krawall macht. Ja, das stimmt. Voll. Absolut, ja. Und was macht es beruflich? Weil das ist nämlich zum Beispiel das Nächste. Viele stellen sich immer dann gleich so was Wildes vor, wenn man Metal macht, dass man irgendeinen argen Beruf oder sowas macht. Aber was, also klar, du bist Tätowiererin. Der Alex, unser Gitarrist, ist Gitarrenbauer, also auch sehr naheliegend. Und der Robin studiert Schlagzeug. Ja, genau. Perfekt. Voll. Also es ist eigentlich eh ziemlich alles naheliegend, alles mit ein bisschen Kunst zu tun und auch mit Musik größtenteils. Ja. Du bist kein Koch, aber du warst mal Koch, oder? Ja, genau. Ja. Nein, ich bin jetzt Behindertenfachbetreuer. Mhm. Genau. Also ich bin Werkstättenleiter von einer Kreativwerkstatt, wo ich mit Schwerstbehinderten arbeite. Also es ist eigentlich so eben ganz besonders jetzt, aber jetzt auch recht schön, aber es eben kreativ ist. Der Moritz, unser Gitarrist, ist ITler, guckt nur vor dem Computer. Ja. Der Bassist, also das ist der Einzige, der wirkliche Metaler ist, der ist Schlosser. Ja, cool. Voll, ja. Ja. Und der Brilli, unser Schlagzeuger, der studiert Lebensmittelbiochemie, irgendwas, cool. Irgendwas Schräges. Also ist gerade ein Master dabei, also ja. Voll. Arg, voll interessant. Ja, stimmt. Ja, vor allem, es ist halt natürlich einmal dann schwierig zu managen, natürlich, wenn man mehrere Shows vielleicht hintereinander hat, weil durchgeht jeder 40 Stunden. Wie macht ihr das? Weil bei euch ist ja, dass ihr wirklich alle angestellt sind, seid. Ja. Bei uns ist es halt so, dass man einer studiert, zwei sind selbstständig, also das ist so, das ist dann noch einfacher, das zu managen. Stimmt allerdings, ja. Also bei euch ist es immer schwierig. Jein, also wir haben alle als Band gesagt, eigentlich, wir opfern sie sehr gern auf. Also zum Beispiel für das ganze Jahr habe ich eigentlich fast den ganzen Urlaub für die Band verbracht. Fast. Also das einzige Mal, dass ich jetzt vor einmal Punk Rock Holiday, das war's. Und sonst geht viel eben für Weekender oder kleine Touren drauf oder vor allem Recordings, was wir jetzt dann im Herbst dann haben für das neue Album. Cool. Und ja, aber man managt sich das aus und man sagt einfach, was einem wichtig ist und ja, okay. Entweder man macht es oder man macht es nicht. Ja. Und ja, wenn die ganze Band nicht an Strang ziehen würde, dann würde das eh nicht so funktionieren. Dann wird das absolut nicht gehen. Wenn es nur so halbherzig ist und so leblos, dann geht auch nichts weiter. Also wenn man keine Zeit und keine Kraft aufopfern kann oder möchte, dann
ist es, ich meine, es ist zwar sicher voll schwierig und wenn du sagst, deinen ganzen Urlaub hast du aufgeopfert dafür, es ist vielleicht teilweise zart, aber dafür hast aber du, erlebst du was Schönes. Das ist dann super schön, ja. Also das, vor allem das sind einfach Sachen, die vergisst man dann auch nicht. Ja. Wie das ist ja Tschechien-Tour, waren eben auch vier Tage waren wir unterwegs. Cool. Und Städte gesehen, die was ich vorher noch nie gesehen habe, aber halt mit der Band sieht man das nicht jetzt als Urlauber, sondern einfach ganz anders. Ich glaube, man ist jetzt halt nicht zwei Tage in einer Stadt oder so, aber man kann ja doch innerhalb von kürzester Zeit coole Sachen sehen. Voll viel sehen, gell? Und sich auch Städte, wo man normalerweise nicht hingeschaut hätte, wenn es nicht mit der Band gewesen wäre. Genau. Was voll interessant ist. Ja, das ist cool. Voll. Na, wir haben noch nicht so eine Riesentour gemacht, aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Voll. Große Touren, das ist aber bei uns genauso dasselbe. Also, andererseits fehlt uns nur teilweise der Plan, wie man das natürlich dann am besten managt. Mhm. Aber das ist ein ganz großer Wunsch in unserer Bandkarriere, dass wir das schaffen, dass wir wirklich für, sagen wir mal, zwei, drei Wochen wirklich auf Tour sind. Mhm. Mal ganz Europa oder sonst irgendwas wirklich durchtouren, das war mal voll geil. Auf jeden Fall. Einmal das Erlebnis. Und dann sagen wir, ob wir zugrunde gehen durch das oder nicht. Voll. Aber man muss es einfach mal probieren. Und da haben wir alle gesagt, das wollen wir machen. Mhm. Voll. Absolut. Weil, ja, um Geld geht es ja eh nicht. Ja, das war es mal halt. Ich glaube, in unseren Kreisen muss man fast noch, wenn man mit null rauskommt, dann ist man eh glücklich. Dann ist man sehr glücklich, ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst, voll. Also rausspringen tut ja nichts, aber das Erlebnis zählt in dem Fall. Absolut, ja. Wie ist denn das? Also steckt es eh sehr viel privates Geld zum Beispiel ein in Produktionen beziehungsweise generell in die Musik? Ich glaube, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, es ist Hälfte, Hälfte. Also das, was wir mit Merch einnehmen und mit Konzerten, wobei das eh nicht viel ist, aber das, was wir einnehmen, also ich weiß nicht 16 genau. 16 Euro Rage. Ja, voll. Rage. Rage. Diese 16 Euro, falls wir die jemals bekommen haben, sind auch auf jeden Fall in das eingeflossen. Das war halt, ja, es ist ein kleiner Teil. Also wir stecken schon auch viel von unserem eigenen Geld rein. Voll. Ist es bei euch ähnlich? Absolut genau dasselbe. Voll. Also es ist wirklich, ich sage mal jetzt, die ersten 4, 5 Jahre ist halt eigentlich wirklich nur eine Stecken, was man geht. Die erste Albumproduktion war natürlich das meiste, eigentlich fast nur Privatgeld natürlich, was wir da reingesteckt haben. Ja, was zum Beispiel aber viele Musiker nicht wissen, beziehungsweise viele Bands nicht wissen, man kann sich eigentlich relativ viel vom Staat holen. Man kann sich sehr viel vom Staat holen. Echt? Ja. Die ganzen Konzerte, wenn du bei der AKM gemeldet bist, kannst du jedes Konzert, wo du gespielt hast und das, was angemeldet ist, kannst du vom Staat zurückholen. Aber es ist nicht viel, oder? Es ist sauber viel. Echt? Das ist gar nicht so wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Wir haben, das, was du rückerstattet kriegst, ist das, was für Veranstaltung und wie viele Besucher das da sind. Okay. Und wir haben zum Beispiel durch Novarock, haben wir zum Beispiel dieses Jahr, also das ist immer so rückführend, also vom letzten Jahr, echt nicht wenig Kohle gekriegt eigentlich. Ach, also voll, das ist, und das wissen aber voll viele Leute nicht, weil es da keine Informationen nicht gibt, weil da ja keiner einen Schwanz voll sagt. Weil du das Gefühl hast, Österreich fördert das eh nicht so, also brauche ich mich gar nicht bemühen, mach lieber mein Ding, aber das ist eben das. Aber gut, dass du das sagst. Du kannst sogar als eigener Komponist, also wenn du jetzt in der Band die Nummer als eigener Musikernummer anmeldest und du bist in der Band, kannst du doppelt sogar fordern. Sagen, ich bin jetzt Sänger oder der Moritz ist Gitarrist und ist Nummer angemeldet, eigens bei der AKM, kann der Moritz das einverlangen, dass er dort gespielt hat mit der Band und die Band kann es auch nochmal separat verlangen. Okay. Und wie gesagt, man kriegt gar nicht mal so wenig, aber das ist eben das, das Wissen wird nicht weitertragen, sondern das war es einfach, wissen wenige, leider. Und deswegen ist das ja jetzt eigentlich perfekt, dass man sowas, also... Ja, voll, vielleicht hören das... Lest sich da durch. Es ist zwar am Anfang ein bisschen ein Hocken, aber glaubt mir, es zahlt sich aus. Weil wir haben, ich muss jetzt echt sagen, es ist ein riesengroßer Brocken für die nächste Albumproduktion für uns jetzt entwickelt. Voll gut. Voll. Doch, ich glaube, das sollte jeder einlösen, wenn es genau. kann. Genau, voll. Das ist dasselbe, wie wenn ein Lohnsteuerausgleich sollte man auch machen. Ja, weil das warum sollte man den Staat was schenken? Auf jeden Fall. Das stimmt. Voll. Ich würde voll gern mit dir noch über Texte reden. Mhm. Wie, also ich habe mir
ein paar Texte durchgelesen von den, von den zwei Videos, die ihr rausgebracht habt letztens. Also diese, wo es zwei Teile gab bei den Videos. Silhouetten sind und Frauen. Genau, genau. Und mich interessiert es einfach, weil für mich Texte schreiben einfach ein großer Teil von dem ist, was ich beisteuere zur Band. Und weil es mir einfach voll wichtig ist, auch inhaltlich. Und geht es bei dir meistens um persönliche Themen? Mischst du das? Wie schaut das bei dir aus? Oder wo findest du deine Ideen und deine Inspiration? Einerseits ist es schon sehr viel Persönliches. Also wenn es, ich sage es mal, ein Schicksalsschlag zum Beispiel war oder irgendwas, was mich einfach sehr betroffen hat, dann ist das für mich eine sehr gute Verarbeitungsmöglichkeit, das schon. Nehme aber teilweise einfach auch fiktive Sachen, wo ich sage, das ist mir gerade einfach in den Sinn gekommen, wie wenn wer zum Beispiel ein Buch schreibt, und, also ein Bild in Anführungszeichen, wo man sagt, okay, die Fantasie geht gerade einfach mit einem durch, dann ist das für mich oft was, wo ich sage, okay, das möchte ich gerne niederschreiben in einer Art und Weise, dass ich jetzt schaut, dass ich einen roten Faden irgendwie durchkriege oder eine Story erzähle. Aber es ist schon meistens eigentlich teils eigentlich eher Emotionen. Grobe Emotionen, die was ich fühle und die was ich dann in einer Geschichte eigentlich verbinde. So, so sind hauptsächlich meine Songtexte meistens entstanden. Okay. Genau. So ist zum Beispiel My Silhouette und Silent Throne. Das war also eine Idee, wie soll ich sagen, dass ich das also. Die Idee war eigentlich von Anfang an, bevor ich den Text überhaupt gehabt habe, eben ein Video machen, was über zwei Videos geht, was eine ganze Story erzählt, also einen kleinen Kurzfilm. Ja. Ich habe aber noch nicht genau gewusst, wie es jetzt genau ausschauen sollte, was jetzt wirklich drinnen passieren sollte. Ich habe am Anfang sehr einen wüden und groben Text gehabt und sehr, wie soll ich sagen, sehr was Skurriles, das was wir dann ein bisschen angespeichert haben, wie wir dann unseren wie dann alle mit einbunden habe eigentlich, wo es dann alle gesagt haben, so, hey, das ist schon ein bisschen heftig. Okay. Müssen wir vielleicht ein bisschen oberschrauben und ja. Und das heißt, es ist bei dir auch so, dass du mal was schreibst und dann schläfst du mal drüber und dann liegt es da so und dann irgendwann machst du weiter und so. Genau, und dann mache ich weiter und dann bespreche ich das mit der restlichen Band und dann mache ich es eigentlich meistens mit Moritz, dass wir dann noch einen Text zum Song direkt durchgehen und das nochmal gemeinsam nochmal machen und dann eben Sachen nochmal abändern oder umändern. Also das macht es auch gemeinschaftlich. Also immer oder ist das? Also eigentlich ist das immer, ja. Also cool. bevor wir wirklich einen Song komplett anschließen oder jeder hat so seinen Part. Also jeder hat wirklich so seinen Part und es ist jetzt nicht so, dass jeder seinen vollkommenen Senf überall dazu gibt, weil sonst würdest du wahrscheinlich 3 Jahre einen Song schreiben. Das ist halt das. Aber schon. Also es lässt ja jeder was sagen zu seinem Instrument natürlich und irgendwann entsteht das halt dann, das fertige Produkt sozusagen. Voll gut, voll interessant. Und gibt es Sachen, die dich besonders inspirieren, während du schreibst? Gibt es irgendwas, was du liest oder was du schaust oder was du dir durchschaust einfach? Kommt drauf an, was es dann beim Textuellen dann geht. Also es ist sehr oft, sind es einfach klassische News. Wirklich klassische News, wo ich oft sehr viel Frust dann abbaue in die Texte. Aber genauso auch, wenn es dann um schönere Texte oder sowas geht, wenn man einfach draußen ist in der Natur. Also Augenblicke in der Natur, wo dann eigentlich Emotionen dann reinkommen, was man dann selber sehr viel fühlt. Das inspiriert mich auch sehr, muss ich sagen. Aber wie ist das bei dir? Erzähl. Also was mich inspiriert beim Songschreiben, ich will nicht zu viel ins Detail gehen, aber in letzter Zeit sehr viel, also wie ich schreibe, also wie ich versuche zu schreiben, wie es vom vielleicht künstlerischen, von der künstlerischen Herangehensweise, wenn man das so nennen kann, sein soll, nämlich meistens von Büchern. Also wenn ich was lese, also wenn es nicht gerade... Englisch oder Deutsch? Deutsch. Ja, also mittlerweile. Man kann sich denken, worauf das jetzt schließen wird, aber ich mache mir voll viele Notizen, während ich lese und streiche mir immer Sachen, die ich besonders schön finde und dann schaue ich mir das immer durch und versuche Inspiration durch diese Phrasen, durch diese Texte, die mich irgendwie inspirieren, zu gewinnen. Aber jetzt, was den Inhalt anbelangt von den Songs,
das ist bei mir, ich glaube, es ist Hälfte, Hälfte einerseits persönliche Inhalte und andererseits einfach gesellschaftskritische Sachen, wie eben, wie du sagst, durch die News oder irgendwelche Rollenverteilungen in unserer Gesellschaft, sowas auf die Art. Und ja, was inspiriert mich dabei? Ich glaube, das Interessante ist, dass mir die Sachen, die ich spontan schreibe, weil bei mir ist es auch oft so, dass ich wochenlang eher an einem Song arbeite und nichts weitergeht und ich mich echt überwinden muss, da weiterzuschreiben und mich hinzusetzen, das zu tun. Und die Sachen, die dann innerhalb von einer Stunde niedergeschrieben sind, sind die, die vielleicht nicht am poetischsten sind, aber die, die am meisten Inhalt haben und die am meisten Gefühl drin haben. Ja, die was ein bisschen funktionieren im Endeffekt. Ja. Voll, das stimmt. Und ich meine, es ist dann auch immer eine Frage, wie es dann mit der Musik in der Symbiose ergibt. Mhm. Aber meistens sind das auch die Sachen, wo das meiste Gefühl drin ist. Sei es jetzt was Persönliches oder was Alltägliches. Aber ja, also bei mir ist das irgendwie so zwei gespalten. Entweder ich schreibe das in einem durch oder es dauert ewig. Ewig. Wirklich ewig. Also ich weiß noch, beim vorigen Album, ich habe teilweise ewig gebraucht für die Songs. Also es war wirklich ein Prozess von Monaten, wo ich mir schon gedacht habe, okay, ich muss es jetzt einfach wirklich fertig bringen. Wo man schon überwinden muss. Ja. Und es ist irgendwie nicht gesund. Also es geht dann, man muss echt dann die Muse finden und dann geht es wieder in einem. Genau. Aber wenn man sich wirklich für jede Zeile hinsetzen muss und echt schon fertig ist, dann, naja. Schreibst du dann deine Lyrics teilweise auf dem Song drauf oder schreibst du einfach blau sozusagen deine Lyrics? Lustig, was habe ich mir letztens überlegt, weil ich mir gar nicht klar war darüber, wie ich das mache. Aber beides irgendwie. Bei mir nämlich genau dasselbe, ja voll. Also die ich in einem Affekt schreibe, schreibe ich runter ohne den Song und dann denke ich mir, vielleicht könnten wir daraus was machen. Mhm. Und vielleicht würde es ja passen. Und eben die, wo ich lange, diese endlos langen Stücke. Immer direkt auf dem Song dann drauf, ja. Genau, wo ich mir denke, okay, wo sich so ein bisschen zieht, die. Das sieht man aber eben einfach eben den kreativen Part und den theoretischen, mechanischen Part, der was eigentlich auf das funktionieren muss, sozusagen. Ja. Weil wenn man wirklich auf den Song schreiben muss, also den Text draufschreiben muss, natürlich tut man sich immer schwerer. Ja, das stimmt. Ja. Weil man hat dann immer sonst, wenn man ins Blaue schreibt, sozusagen, hat man immer seine eigene Vorstellung und das rattert so runter und dann geht es relativ leicht. Und man kann ja dann im Nachhinein auch noch anpassen. Also du kannst dir sagen, okay, ich lasse mir das offen, das Ding, das Thema und vielleicht kann ich noch was raus, wenn ein paar zu wenig ist. Mir fällt es auch, wenn ich das Gefühl habe, okay, der Song ist so fertig, wie er ist und es darf nichts wegkommen. Mhm. Und wenn dann aber zu viel Text da ist, macht es mir gar nichts aus, wenn wir es wegstreichen. Ich habe immer das Gefühl, ich kann nichts wegstreichen, aber eigentlich ist es ein sehr flüssiges Ding und man kann dann immer noch dran arbeiten oder was wegstreichen. Voll. Und deswegen, deswegen sage ich immer, finde es bei uns zum Beispiel eben wichtig, dass man dass dann eben der Moritz mal drüber schaut. Der Lukas, also der Brilli, der schreibt auch des Öfteren Texte. Also zum Beispiel Broken Home hat zum Beispiel der Brilli geschrieben, weil der eigentlich in meisten Bezug am Anfang gehabt hat zu Sea Shepherd damals. Und das darf man einfach absolut nicht außer Acht lassen. Also es ist nicht nur der Sänger, der was eben bei uns zum Beispiel die Texte schreibt, sondern das ist der Moritz, der was Texte schreibt, der ist mehr so der Gefühlsdusler und so Herzschmerz und so. Ich bin mehr so der Sozialkritische oder Und der Brilli, der haut halt immer voll drauf. Voll cool. Voll interessant, auch dass du, also ich will nicht sagen, kein Problem hast, aber dass ihr euch das so aufteilt, dass du Texte schreiben. Ich sage genauso Sachen zum Schlagzeug dazu bei der Albumproduktion, wo ich sage, okay, gib mir das vielleicht Halftime oder so machen. Mhm. Und genau dasselbe bei der Gitarre oder so. Ja. Wir sind da alle eigentlich sehr universal, aber jeder hat so seinen Part. Das ist zum Beispiel bei uns, jeder hat so seine Aufgabe. Zum Beispiel der Butcher, also der Dominik, natürlich in der Band spielt der Boss, aber ist einfach mit der Krise, mit unserer Bandmama, fürs Booking und fürs Management so gesehen zuständig. Der Moritz ist bei uns, der was halt wirklich den ganzen kreativen Part, was einfach Musik und so weiter angeht, zuständig. Der Brilli ist halt eben das reine Schlagwerk was sich aber jetzt eigentlich auch schon teilweise gewandelt hat, wo einfach jetzt wirklich in dem ganzen Songwriting-Prozess auch immer voll mittendrin ist, mit Moritz eigentlich. Und ich bin immer der, was halt eben
überall so ein paar Tupferl dazu gibt. Okay. Also so ein bisschen was beim Management ein wenig was, wenn ich zum Beispiel Flyer oder sowas mache. Mhm. Oder natürlich beim Songwriting genauso auch und. Also und das ist auch okay, wenn einem da reingeredet wird. Also niemand sagt voll. Dann, oh, das ist mein Ding. Und nein, das, also okay, das ist, jeder ist da voll offen. Aber man traut sich aber dann genauso auch sagen so, hey, Alter, das ist gerade ein vollkommener Scheißdreck, was du verzählst, sozusagen. Und wenn du ihm dann einfach auch die Fakten sagst, dann versteht es sofort jeder. Ja. Und wir sind da sehr offen und sehr eigentlich easy zum Handeln. Eigentlich, zum das Glück. Ist voll gut. Voll. Voll schön, auch wenn man sich dann denkt, okay, ich habe zwar meinen Part, ich habe meinen Job, aber trotzdem nehmen die anderen Leute meine Aufgabe wahr. Voll. Das finde ich voll schön, das ist gut. Also deswegen auch, Entschuldigung, wenn ich da gar kurz unterbrechen muss, Krise, Bandmama, Dankeschön, weil die macht einfach so viel bei uns, das ist unglaublich. Also man sieht ja sonst immer nicht die Band so an sich, aber die Hinterleute, die was halt wirklich im Hintergrund sehr viel machen, die spürt man oft nicht oder kriegt man nicht mit, aber es ist halt einfach, eine Band ist halt nicht mehr das, also dass man einfach in den Proberaum geht, Song schreibt und auf die Bühne geht, sondern da ist halt einfach, finde ich, viel mehr dahinter. Ja, das stimmt. Wie ist das bei euch zum Beispiel gerade Social Media? Social Media ist ein riesengroßes Ding. Jetzt funktioniert eine Band ohne Social Media? Heutzutage glaube ich fast nicht. Also ich meine, das ist halt die leichteste Art, wie du Leute auf dich aufmerksam machst. Mhm. Und es ist sicher wichtig, wenn jemand den Job hatte, Social Media anzupacken und das nicht irgendwie so, okay, dann machen wir ein paar Instagram-Fotos und dann laden wir dies und jenes rauf. Das ist voll wichtig. Das hatten wir lange nicht, dass wir die Rollen so verteilt haben. Also, dass wir sagen, okay, der macht das und der macht Social Media, weil es eben voll der große Brocken ist. Absolut, ja. Also, es kostet sehr viel Nerven, finde ich. Ja. Und sehr viel Energie, wo man dann oft dann eigentlich den Ursprung verliert an Musik machen, wo man die ganze... Ja. Also, die ganze Werbung, das ganze Marketingmanagement macht man ja teilweise schon. Das ist ja teilweise ein Marketingmanagement von einer Klarfirma, wo man sagt, okay, man muss das so aufrechthalten, weil sonst kriegen die Leute nichts mehr mit. Und die ganzen Social-Media-Plattformen, die, wie soll ich sagen, die bestrafen die dann dadurch, dass du nicht so oft online bist und haben natürlich deine Views und alles Mögliche, dann drucken die voll weit runter. Das kenne ich. Und die Krise war da eben voll dahinter und hat sich da sehr viel eingelesen, wie man das alles sich einfach dann auch wieder aufschaukeln kann. Mhm. Und das ist halt echt verrückt, dass das alles sich schon so medienabhängig ist. Aber ihr habt auf jeden Fall eine große Medienpräsenz. Also was österreichische Bands anbelangt, hat sie sicher auf jeden Fall weit oben auf, ich sag mal weit vorne auf jeden Fall. Das stimmt. Aber cool, ich finde es super, dass ihr das so ausgeklügelt habt und dass auf jeden Fall, dass jemand sich drum kümmert. Es ist eh nicht immer einfach. Also es ist eh, weil, wie gesagt, es bleibt dann einfach teilweise halt leider die Musik ziemlich auf der Strecke. Und ich habe auch das Gefühl, irgendein kleiner Post auf Social Media, der den Leuten einfach so durchscrollen und sich nichts dabei denken, das dauert so lang und ist so zeitaufwendig und auch so, du musst halt... dann willst du noch einen netten Text verfassen und so weiter. Das ist voll viel Arbeit, eigentlich für nichts. Genau. Und weil du eben sagst, wenn die Social Media dann die Reichweite nimmt, eben, das voll. Ist und es so. Ist ja, was wir da zum Beispiel teilweise gelesen haben, dass wenn du die Leute dazu animierst, dass sie mehr nur auf diesen Beitrag wirklich nur kommentieren, dann musst du es zahlen im Endeffekt, du musst das zahlen, dass das aufkommt. Und ansonsten wird das wieder abgedruckt. Und das ist halt so surreal, weißt du. Sozusagen die ganzen Plattformen wollen, dass du die ganze Zeit postest. Nicht nur einen Beitrag, wo voll viel werkeln, sondern es soll sein, dass du die ganze Zeit was Neues aus dir hast. Ja. Aber ich habe auch gehört, man kann so viel posten. Also ich glaube, 2 Sachen pro Tag sind okay, aber irgendwie alles weitere. Was du mehr hast, ist irgendwas klar. Ja. Aber es ist halt, verrückt. Ja. Und vor allem, es ändert sich die ganze Zeit. Es ist in einem Datenkreislauf irgendwie des Verderbens. Die Algorithmen. Aber es wird nie wieder so sein wie vor 5, 6 Jahren, wo die Algorithmen so waren, dass du einfach einen Feed hattest und der zuerst war zuerst. Und, Nein, das du siehst einfach die Timeline. Überhaupt nicht mehr. Ja. Oder ganz früher, wo man noch beim EMP noch die CDs durchgelesen hat, so was für Rezession. Mal, die bestelle ich mir vielleicht, das Kind ja cool sein. Ja. Und dann kriegst du so was voller Scheiß. Ich bin echt jetzt mal ohne durchzuhören. Ja, hab ich gehabt, Nein, das habe ich nie gemacht. Aber ich bin oft zum, da war ich noch ganz jung her, da bin ich zum
zum Mediamarkt gegangen oder so und haben mir da die CDs angehört. Mhm. Einfach so, da gab es noch so CD-Player zum Reinlegen. Ja, voll. Das war voll schön, ich habe das so gern gemacht. Ja, da hat man dann gerne mal wieder 2-3 Stunden irgendwo verbracht. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist es halt wirklich so, du schaust alles einfach im Internet da, rennst rein, holst das und schnell wieder raus. Ja, voll, das stimmt. Absolut. Oder bestellst es dir oder hast Spotify oder sowas. Ja, Spotify. Ja. Genau, also Streaming-Dienste ist halt, ja, so die CDs sterben aus, oder? Ja, habe ich auch das Gefühl. Es ist eh die Frage, ob man noch Sachen brennt, also presst, das stimmt. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Medium mehr, wo ich eine CD abspielen kann. In meiner ganzen Wohnung nicht. Mein Laptop hat kein CD-Laufwerk mehr nimmer. Im Auto mein Auto hat auch nicht. Nein, mein Auto hat es auch nicht mehr. Geht alles nicht mehr über AUX, USB oder Bluetooth. Ja. Stimmt, du hast nicht mehr das Medium, mehr. Wo du es abspielst. Alles, was sag mal, ob 2016 so, oder 2015 sowas war, was dann produziert worden ist, ist alles weg von der CD. Alles ist nicht mehr nur USB oder halt eben sowas streamen. Fein. Ja, das stimmt. Und deswegen, ja, man muss da schon langsam echt umdenken, ob man wirklich eine gewisse Stückzahl halt einfach presst, für Merch natürlich, für die Konzerte, aber sonst. Ich finde, man kann natürlich auch so Liebhaberstücke wie Platten machen oder vielleicht auch Kassetten, aber halt nur zum Spaß. Also nicht, dass du denkst, dass die zu Hundertsten von Stücklingen abgenommen werden. Du hast nicht das Schöne, wenn du ein sehr schönes Cover hast und das auf einer Platte drauf. Das ist so ein schönes Sammlerstück sozusagen. Ja. Das war das Einzige, aber wirklich CDs. Sehr schwierig, würde ich sagen. Aber wisst ihr schon, ob ihr das nächste Album auf CD pressen lasst? Werden wir wahrscheinlich schon. Ja. Rein einfach, wenn wir es die Verwandten dann gern schenken. Ja. Zu Weihnachten, nein, weil man einfach immer so schlecht ist beim Schenken. Ja, aber es ist eigentlich ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, cool. Aber ich glaube auch, dass beim Merch immer noch was geht. Also besonders, wenn man viele Shows spielt. Also und das macht es ja auch auf jeden Fall. Das ich glaube, da geht das auf jeden Fall weg. Aber das ist... dass wir noch zurückkommen zu dem, wie viel bleibt aus Band, zwischen Leben und so. Ich muss auch echt sagen, also das meiste bleibt wirklich nur über den Merch eigentlich, was man Merchandise verkauft. Das stimmt. Voll. Wo man sich dann selber so gesehen teils finanziert eigentlich. Ja. Zumindest ein Teil. Oder den Merch, was man verkauft, steckt man wieder in neuen Merch wieder rein, so gesehen. Also, ich glaube, den kann man gar nicht wirklich in Aufnahmen, also in Recordings reinputtern, weil einfach viel zu wenig ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Und sonst ist es eigentlich gar nichts. Du kriegst ab und zu Benzingeld und ab und zu Gage, aber das löst sich. Also Peanuts so gesehen leider, ja. Das ist eigentlich gar nichts. Ja, also da geht beim Benzin eigentlich viel mehr drauf. Ja, das stimmt. Oft sogar mehr, als was du Gage kriegst. Ja, das stimmt. Wirklich. Vor allem, wenn man dann schon langsam einfach so viel Equipment mit hat, dass man sagt, okay, das ist ein ganzer Bus voll und man muss sich vielleicht den Bus sogar schon mieten oder so. Ja, genau. Wir sind oft mit zwei Autos gefahren, zwei kleinen Autos einfach, weil es nicht Sprit, anders. Ja doppelter Sprit, das stimmt. Das ist dann schon heftig, ja. Was ich dich noch unbedingt fragen möchte, weil ich es einfach auch viel verfolgt habe, eben das klassische Female Fronted, das Thema, habe ich ja gesehen, wie du das behandelst und ich finde das voll super, wie du das so sagst. Aber erklär mir es nochmal bitte. Ich kenne es ja schon. Ja, ja. Also ich glaube auch immer, und das gebe ich ganz, ganz offen und ehrlich zu, dass meine Meinung mit Pro und Cons, also es ändert sich immer, wie ich das sehe, ob das wichtig ist, dass du den Term Female Fronted pusht oder nicht. Und ich habe auch, ich weiß nicht, das ist bald ein Jahr her, so einen Beitrag, also so einen Post gemacht, weil ich einfach mehr darüber nachgedacht habe und das nicht auf mir sitzen lassen wollte. Und ich glaube, man muss, also es gibt ja die Leute, die für die Quote sind und die nicht dafür sind. Und ich glaube, man muss es mehr zur Norm machen, dass es okay ist oder normal ist, dass Frauen auch in Metal-Musik präsent sind, weil anders geht es anscheinend nicht. Du brauchst immer... Wie gesagt, ich finde es manchmal schade, dass ich nie so die sicher hatte Vorbilder, aber eben nicht so viele. Und ich glaube, dass Männer da viel mehr männliche Vorbilder haben. Sicher hatte ich auch männliche Vorbilder, aber das ist halt auch wieder ganz was anderes, weil du dich doch definierst dadurch, sicher durch dein Geschlecht und dich fragst, ob das eh okay ist, was du machst und ob du zu weiblich, zu männlich bist. Mhm. Ich habe auch früher, also das war so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, dass ich wie ich auf der Bühne war überhaupt nicht so, wie ich privat bin. Mhm. Ich war immer, ich hatte andere Sachen an, ich habe mich anders gegeben, ich war einfach nicht so auf der Bühne, wie ich normal war. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich einfach
viel mehr so wie die anderen Dudes sein wollte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wieso eigentlich? Und ich glaube schon, dass es da Männer leichter haben, weil es einfach Männer gibt und sie definieren sich durch die. Sich haben die auch. Ja, haben stimmt, die auch ja, voll, aber ja. Ich hatte einfach nicht so dieses, ich wusste nicht, wie ich sein darf oder sein kann oder sein soll. Und es ist ein Prozess. Ich bin noch nicht noch nicht bei der Erleuchtung. Aber also ich glaube, um das zusammenzufassen, es ist, ich glaube schon, dass der Term Female Fronted funktioniert und auch teilweise wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn mag, das weiß ich bis heute noch nicht, weil ich mich eben nicht durch mein Geschlecht definieren möchte, aber ich möchte es normaler machen und also ich würde gerne dazu beitragen, dass es okay ist für Frauen, das zu sehen und zu denken, das können sie auch. Genau, ja. Weil eigentlich ist eh nicht so viel dabei, wie wenn, also ich meine, ich mache genau das Gleiche wie andere Leute, absolut. wie Männer zum Beispiel. Ja. Und immer dieses, ich weiß, dass es niemand böse meint, aber ich finde es auch voll interessant, wenn es, mir fällt es oft beim Merch, dann auf, wenn Leute nach der Show zu mir kommen und sagen, boah, sie haben das noch nie gesehen, für eine Frau bist du eigentlich ziemlich gut. Und dann denke ich mir so, also ich habe schon ganz andere Sachen gehört. Also das ist nur so ein Ding. Und ich weiß, wie es gemeint ist. Es ist eher so dieses, ich kenne das nicht, ich finde es cool, dass du das machst und so ist es gemeint. Mhm. Aber es ist, ich glaube, man kann da auch aufmerksam machen, dass die Ausdrucks, also dass man, wie man etwas sagt, dass man vielleicht auch umdenken sollte, eben, wie man... Es ist ja eben... Es ist, es ist eben so gesehen, vielleicht dann teilweise so, ein bisschen komisch gesagt, aber indem dass ich eben so schmächtig und klar eben bin und so, und dann heißt es eben auf einmal auf der Bühne, so von der Runden dann eben, also eben beim Merch eben auch so, ja, glaubt man ja gar nicht, dass da sowas aus dir rauskommt, für das hast du es ja echt gut gemacht. Es ist so. Vielleicht ähnlich, ja. So ähnlich, genau. Ja, und im Endeffekt, man macht einfach sein Bestes und vor allem jeder macht für sich einfach das Beste, denkt man. Und es ist egal, ob du Frau bist oder Mann bist, es ist einfach... Es soll ja jeder einfach die Band so sehen, wie die ganze Band ist. Und ist egal, ob das jetzt female fronted oder einfach male fronted so gesehen ist. Weil die Band ist nicht nur der Frontmann oder die Frontfrau. Es ist einfach, es ist doch schon, ein Ganzes. Ja? Ich weiß schon, dass es immer anders sein wird, wenn man einen Mann sieht oder eine Frau sieht auf der Bühne. Es wird was anderes in einer Person auslösen. Und ich, so sehr ich das wollte damals, ich werde sicher nie von allen so gesehen oder akzeptiert oder was auch immer, einfach so genommen werden, wie wenn es ein Mann ist. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Aber dann, aber das, wegen dem Term Female Fronted, braucht man, ich meine, man kann keine Quote erzwingen, aber man kann es schon pushen. Ich glaube, wir sind noch auf dem Punkt, wo wir es vielleicht pushen sollten, wenn es geht. Auch wenn ich mich teilweise distanziere von dem Term, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man, ich weiß noch nicht wie, aber dass man es mehr die Norm macht, dass es okay ist und dass es dazugehört und dass Frauen das auch können und dürfen und dass es nicht unweiblich ist. Ja, es kommen gerade eben jetzt eigentlich sehr viele Bands gerade eben zum Vorschein, Ginger, Infected Rain, Arch Enemy schon immer so gesehen eigentlich, aber es werden eigentlich schon immer mehr Bands. Aber ich muss zum Beispiel eben sagen, ich kenne jetzt keinen Mail-Shouter, der was zum Beispiel solche Emotionen umbringt wie du. Wie es du zum Beispiel auf der Bühne machst. Ich finde es sehr, sehr schön, dass das gerade bei sehr traurigen Liedern, die was halt sehr emotional sind, hast du halt sehr was streute Stimme sowas aus, finde ich. Und das war immer was, das hat mich immer sehr, das berührt mich immer sehr, wenn ich euch ausschaue. Weil ich habe euch jetzt doch schon sehr oft gesehen. Und es ist jetzt mal wieder dasselbe, wo man denkt so, das ist einfach eine ganz eigene, sehr coole Show. Und ich schaue mir von euch eigentlich immer das ganze Konzert an. Weil es mir wirklich, wirklich gefällt. Das freut mich voll. Danke. Und das würde man ja mal schaffen, ganz ehrlich. Kenne ich keinen. Ich müsste jetzt, also ich muss, sicher habe ich meine Inspirationen und Idole, Inspirationen einfach, wo ich mir denke, ich würde gern einfach diese Emotionen, also ich würde gern so Emotionen rüberbringen. Aber ich glaube, wenn ich dann oben stehe auf der Bühne, dann ist es irgendwas, also dann kommt einfach das aus mir raus, was rauskommt. Ja. Und das ist es dann. Und ich freue mich voll, dass du das so empfindest, dass das so für dich ist. Ja, voll. Weil ich glaube, dass mir voll wichtig ist, dass das rübergebracht wird und nicht, ich weiß nicht, also ich glaube, ich definiere mich eher dadurch, weil mir das auch wichtiger ist.
Einfach das eigene Sein. Und das ist irgendwie schön, eigene, dass man... Das eigene sich, ja. sich selber sein auf der Bühne, ja. Dass man auch merkt, muss dass ja es jeder, ankommt. Ja, muss ja. ja jeder lernen und muss irgendwie jeder irgendwie schaffen. Und man selbst sein. Ich glaube, das haben wir auch immer wieder in einem Gespräch herausgefunden, dass egal, wie man ist und welche Inspirationen man hat und Leute einen beeinflussen, irgendwann kommt man drauf, dass es am besten ist, wenn man versucht, in sich hineinzuhorchen und man selbst zu sein. Und vielleicht auch das, was man immer sein wollte und nicht sein kann, zu akzeptieren, weil es gibt noch viel anderes, wodurch man sich identifizieren kann. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, ja, oder? Ich finde auch. Voll. Also ich würde sagen, bleib so, wie es bist. Okay, das ist scheiße. Nein, jetzt haben wir es voll verkackt, oder wie? Nein, aber stimmt. Du hast vollkommen recht. Ja. Wir können schon noch Shoutouts machen. Irgendwas. Shoutouts. Ja, Niemand. Shoutouts. Eigentlich Shoutouts für die Leute, die was eigentlich im Hintergrund arbeiten, finde ich. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Shoutouts für Leute, die was im Hintergrund arbeiten, hinter die Bands, die was vor uns sind. Eben, ich habe angefangen eigentlich mit Krisi, genauso eben Jörg, der was, genauso wie Peter, der was im Hintergrund werkelt, dass wir bis zur Deppert, hey. Das ist einfach unglaublich, wie es sind so viele Leute im Hintergrund, die was die ganze Metal-Szene im Endeffekt aufrechterhalten, aber halt nicht auf der Bühne stehen. Ich fühle mich auch voll geehrt, dass ich da sein darf und dass mir das ermöglicht wird, dass ich heute mit dir da quatschen darf und ein bisschen was aus meinem Inneren preisgeben darf. Und die interessante Fragen hoffentlich stellen darf oder durfte. Das war schon cool. Und dass wir dieses Medium bekommen haben, uns auszutauschen. Genau. Also. Big Boys and Girl Cast. Yay! Yay! Das war ein gutes Schlusswort. Ja, das war schön. Passt. Ja, ich hab ab und zu ein bisschen draufgehauen, glaube ich.